Homeland Security ist nicht nur der Name eines US-Ministeriums, das die USA vor terroristischen und anderen Bedrohungen schützen will. Homeland Security wird auch ein eigener Industriesektor genannt, der rund um das Stichwort Sicherheit angesiedelt ist und mit dem sich mächtig Geld verdienen lässt. Die Dimension umreißt Matthias Monroy, der sich seit längerem kritisch mit der europäischen Innen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Also es gibt ein Papier, so eine Studie vom letzten Jahr vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Die sagen zum Beispiel, dass sich das bis 2015 auf 180 Milliarden US-Dollar belaufen soll, also die Umsätze in diesem Bereich. Und dem werden halt hohe Wachstumsraten vorhergesagt. Also diese Studie prognostiziert beispielsweise eben in den 10 Jahren 2005 bis 2015 ein vierfaches Wachstum. Klar ist, Homeland Security ist ein Faktor der deutschen Exportwirtschaft. Doch was steckt dahinter? Ganz sicher nicht nur die altbekannte Videokamera oder die eher niedlich wirkenden Quadrocopter, die es in Elektronikmärkten zu kaufen gibt. Ein riesiger Bereich, der bisher in der Rüstungsindustrie angesiedelt war, jetzt aber immer mehr Einzug in den zivilen Sektor wie Polizei und Geheimdienst erhält. Das sind allerlei Arten von Informationssystemen und das Abhören davon. Beispielsweise, also wie man zum Beispiel eben in Kommunikation eindringt, das kann das Internet sein, es können Handys sein, es ist die SMS-Überwachung, das ist aber auch beispielsweise die Nutzung von Satellitenforschung zu Aufklärungszwecken, jetzt auch für die innere Sicherheit. Also die Satelliten, die ja ohnehin im All sind, die können natürlich auch für alles Mögliche genutzt werden, auch wenn es militärische Satelliten sind. Beispielsweise zur Flüchtlingsabwehr. Das sind aber auch so Sachen wie Radaranlagen, andere Sensoren, Videokameras, Audiosensoren, Wärmebildkameras. Ein Herzstück solcher ganzen Systeme sind Kontrollräume oder auch Monitoring Centers. Sie werden als Gesamtlösungen verkauft. Und dort laufen die gesamten Informationen zusammen, werden visualisiert, ausgewertet und automatisiert durchsucht. Matthias Monroy. Es gibt so ein Zitat, das illustriert es ganz gut, von einem Polizeiausbilder, der für die Europäische Union in der Westbank unterwegs ist, wo die EU auch der dortigen palästinensischen Polizei solche Control Centers, also dort heißen sie Operation Rooms, hinstellt. Der sagt, diese Operation Rooms sind das Herz der Polizei. Und das illustriert so ein bisschen auch, wohin quasi auch die Reise geht in der zunehmend computergestützten, automatisierten Überwachung. Ein anderer Einsatzbereich sind die Grenzen. Insbesondere die EU-Außengrenzen sind hochgerüstet. Der Kampf gegen Migration und Flüchtlinge war schon immer die Spielwiese, auf der sogenannte SicherheitspolitikerInnen vielleicht noch ungeliebte und unausgereifte Pläne und Technologien ausprobieren. Doch wir sind da längst nicht mehr in der Erprobungsphase. In das geplante Grenzüberwachungsnetzwerk, was die EU aufbaut, was 2014 operativ sein soll, Eurosur heißt es, da sind zum Beispiel Radaranlagen integriert, die vom Militär betrieben werden am Mittelmeer. Und das Militär ist natürlich auch an dieses Grenzüberwachungssystem angeschlossen. Das heißt also einmal, dass das Militär bei dem Fangen von Migrantinnen und Migranten auf dem Mittelmeer mithilft. Das heißt auf der anderen Seite natürlich auch, dass das Militär auch ein eigenes militärisches Interesse an den anderen Daten hat, die dort erhoben werden beispielsweise. Und genau das kritisiert nicht nur Matthias Monroy. Dass in der sogenannten Sicherheitsforschung zivile und militärische Spezialisten an einen Tisch kommen und an einem Strang ziehen. Und dass solche Projekte die zivil-militärische Zusammenarbeit aktiv fördern. EADS, Boeing, Siemens, Thales, Diehl. Die traditionellen Rüstungsfirmen profitieren auf dem weltweiten Markt der Homeland Security. Dazu kommen Softwarefirmen, schließlich laufen die Monitoring Centers alle computergestützt und automatisiert. Matthias Monroy, Journalist und Experte in Sachen europäische Innen- und Sicherheitspolitik, nennt ein Beispiel. Es gibt ein aktuelles EU-Programm zur Sicherheitsforschung, also ich benutze jetzt mal das Wort Sicherheitsforschung, das offizielle, was bis 2013 läuft, was ein Budget von, ich glaube, 1,3, 1,4 Milliarden hat. Und was etliche Forschungsprogramme in genau dieser Richtung von den ganzen erwähnten Produkten, die ich vorhin geschildert hatte, finanziert.
Es ist eine ganze Bandbreite. Das geht von dem zunehmenden Einsatz von Computern in der Strafverfolgung bis hin zu Automatisierung von Videoüberwachung, automatisierte Überwachung verdächtigen Verhaltens, der Einsatz von fliegenden Kameras da drin, die automatisch verdächtiges Verhalten erkennen und verfolgen sollen. Also es ist wirklich ein kleines Gruselkabinett oder eigentlich ein großes Gruselkabinett an Anwendungen. Es ist wirklich ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Zwar sind das noch Machbarkeitsstudien und nicht alles davon wird in den nächsten Jahren umgesetzt und spürbar werden. Doch Teilergebnisse ganz sicher. Am bekanntesten und stark in der Kritik ist das EU-Projekt INDECT. Ausgeschrieben steht das Kürzel für Intelligentes Informationssystem, das Überwachung, Suche und Entdeckung für die Sicherheit von Bürgern in einer städtischen Umgebung unterstützt. INDECT. Es versucht verschiedene Anwendungen zusammenzufassen, jede Menge Informationen zusammenzuführen. Also da kann das Internet, die öffentlichen Quellen, also auch Social Networks, Facebook etc. durchsucht werden und abgeglichen werden mit Verdächtigen, die vielleicht gerade im öffentlichen Raum von der Kamera festgestellt werden, weil sie längere Zeit auf einem öffentlichen Platz rumstehen, was eben als verdächtig klassifiziert ist beispielsweise. Mhm. Und gleichzeitig wird das Gesicht der Person noch in der Polizeidatenbank gesucht, um eben zu gucken, ob die Person Risiko darstellt. Also das ist so ungefähr das, was sich so Polizeitechnokraten vorstellen, wie die Polizeiarbeit der Zukunft aussieht. Der vielbeschworene Überwachungsstaat. Mit INDECT sind wir damit noch einen Schritt näher dran. Und es ist nur ein Baustein im Homeland.